wenn wir darüber reden, dass es einen Regelbruch in dieser Nahrungsmittel- und Gesundheitsbranche gibt, dann ist natürlich die Frage, wer macht denn künftig das Geschäft? Sind das die Ärzte, Apotheker und wie sie alle heißen? Oder sind das die Leute, die dieses Ding herstellen? Active Brain, Power für den Geist. Ein kleines Start-up-Unternehmen aus dem deutschen Süden. Hier drin ist Erdbeersaft. Hier oben ein Pulver. Sie drehen das nach rechts, dann fällt das Pulver rein. Übrigens kein Ritalin, nichts, also nichts Verbotenes. Ja? Also zugelassenes Nahrungsergänzungsmittel. Die übliche Mischung aus Guarana, Taurin, Koffein, Ginseng, was man eben so nimmt. Ja?